Hallöchen, Freunde der super tollen Unterhaltung und herzlich willkommen zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir, dem USA Spark. Ja, ich muss sagen, das ist mein meisterwartetes Spiel dieses Jahr. Also ich bin richtig, richtig aufgeregt, es zu spielen und deswegen würde ich sagen, springen wir ohne große Umschweife einfach mal in die Kampagne rein. Ich habe es leider auf Englisch gestellt. Ich werde nach dem ersten Part, werde ich aber das umstellen und dann läuft das Ganze dann auch noch auf Deutsch, aber für jetzt erstmal ist Englisch angesagt. So, ich überspringe mal den Ladebildschirm. Finally awake. You were trying to cross the border, right? Walked right into that Imperial ambush. Same as us. And that thief over there. Damn you Stormcloaks. Skyrim was fine until you came. So. Fangen haben mich schon angefangen zu labern. Ich habe gerade weggeschaut. Ich habe gerade auf mein iPod geschaut. Um meinen Timer zu starten. Ja, genau, finde ich auch. Total. Ja, finde ich auch. Ja. Ja, was hast du gesagt? Muckst du auf, Alter? Nee. Nein, ich werde jetzt nicht so reden. Also reden, finde ich, ist total bescheuert. Egal, hör mir zu, was die sagen. Jarl Windhelm? You're the leader of the rebellion. But if they captured you. Oh God, where are they taking us? I don't know where we're going. But Sovngarde awaits. No, ein Dorf. This isn't happening. Hey, what village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts should be of home. Rorikstead. I'm from Rorikstead. General Talia, sir. The headsman is waiting. Good. Let's get this over with. Sure. Mara, the Bella. Okay, jetzt nochmal was zu dem englischsprachigen Spiel. Ich habe das jetzt auf Englisch gerade gestellt, weil ich das auch auf Englisch auf der CD bekommen habe, die ich gekauft habe, weil ich in Amerika wohne. Habe ich mir das gekauft mit einer CD, habe das installiert und dann war es in Englisch. Ich kann das deutsche Sprachpaket runterladen, aber da ich den ersten Part so schnell wie möglich nach draußen, also zu euch bringen möchte, habe ich mir nicht die Zeit genommen, das nochmal das deutsche Sprachpaket runterzuladen von Steam. Also, habt Verzeihung dafür, ich werde wahrscheinlich im zweiten Part wird's wahrscheinlich das Ganze auf Deutsch haben. Oder einfach deutsche Untertitel. Akatosh, the vines, please help me. Tududu. General Tully is the military governor. Hi, geht. Warum starrst du mich an? Der hat die ganze Zeit seinen Kopf so komisch. Ah, jetzt nicht mehr. Hatte ich mal ein Mädchen verliebt, das hier gewohnt hat. Ja, geh du mal rein. Das ist nichts für dich, Alter. Ja, genau. Nichts für dich. Aha, verpiss dich. Du musst ins Haus. So, genau. Du darfst dich nicht sehen, was passiert. Uhu, wir sind angekommen. Let's go. Shouldn't keep the gods waiting for us. No, wait, we're not rebels.
Face your death with some courage, thief. You've got to tell them. We weren't with you. This is a mistake. Step towards the clock when we call your name. One at a time. Juhu. Empire loves weglaufen. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Raelof of River. Warum laufen die jetzt beide los? Warum der auch? Nee, das ist Della. Nicht, warum laufen die? Hey! Die schnapp! Los! Mit einem Pfeil im Fuß gestorben. So will ich auch immer mal sterben. Mit einem Pfeil im Fuß. So, jetzt kommen wir zum allertollsten Teil von, also fast nicht den tollsten Teil, aber einen der tollsten Teile von jedem der Elder Scrolls Game, der Charakterkreation-Dingens. Da kann man so viel tolle Sachen machen. Ich habe mir sogar schon die Klasse überlegt, oder die Rasse überlegt, die ich mir spielen werde. Entweder Nord, Orc oder Redguard. Ich werde mir jetzt mal die Sachen hier durchlesen und so gut versuchen, die so gut wie möglich auf Deutsch zu übersetzen. Ne? Ja. Also, ein Bürger von Skyrim, die sind groß und... Ach, egal. Scheißegal, ich lese mir das jetzt selber durch. Wenn ich Englisch kann, hat halt Pech gehabt. Ich habe mir vorhin schon nicht diese drei Klassen hier, nicht die drei Rassen überlegt, sondern habe mich gleich sofort für Redguard entschieden. Frag mich nicht, warum. So. Körper. So, da ist gerade jemand reinmarschiert. Wir können jetzt auch eine Frau sein. Aber da wir so ein männlicher Krieger sein wollen mit... männlicher Krieger wollte ich. Männlich, Krieger. Ja, so. Viel Muckis und so Zeugsens. Was hat der für Augen? Hart. Ich habe letztes Mal, als ich mir einen Redguard-Charakter kreiert habe, hier, das ist nämlich schon die zweite Aufnahme, die ich mache. Die erste ist ein bisschen fehlgeschlagen, frag mich warum. Habe ich diesen Preset als Charakter genommen. Und wir suchen uns jetzt einfach mal eine Hautfarbe aus. Nee, so eine graue Hautfarbe will ich nicht. Ich nehme sowas hier. Dann mache ich uns nicht spargeldünn, aber auch nicht zu dick. So. Kopf. Komplexion, Dingens, Bumsens. Nehmen wir das da. Dreck. Dreckfarbe. Narben. Ich weiß nicht. Schwere Entscheidung. Ich sollte aufhören, so zu reden. Ich bin einfach so aufgeregt. Ich meine, das ist eins der meist erwarteten Spiele, was weiß ich, aller Zeiten oder so. Und... Das ist einfach so toll. Jetzt schauen wir uns nochmal hier an, Kriegsbemalung. Dann habe ich rausgefunden, also die Kriegsbemalung sieht aus wie die Leute beim Football oder Basketball. Ja, das ist voll cool. Aber ja, wir schauen einfach mal alle durch. Ich finde, das sieht voll cool aus. Sieht aus, als ob der weinen würde, schwarze Tränen. Ja, das waren alle. Ich habe mich schon entschieden, und zwar für dieses hier. Weil es ein bisschen aussieht wie das Ding, das man im Brink auch hat. Noch eine Farbe dafür raussuchen. Also, letztes Mal habe ich sowas Hellblaues genommen. Das hier. Und ich glaube, das nehme ich auch wieder, weil wir ja hier irgendwo so im Norden sind. Und da ist ja auch ein bisschen mehr Blau und Schnee und so Zeugsens. Nase. Okay. Ah, so eine kleine Nase. Nicht schlecht. Nasenhöhe. Wir könnten natürlich auch einen Charakter machen, der total bescheuert aussieht. Aber das wollen wir nicht machen, weil wir machen ja jetzt hier so... wie heißt es nochmal? Ach man, diese ganzen Sachen aus dem Deutschen ins aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen. Diese ganzen Sachen. Voll schwierig. So. Welche Muskeln? Achso, das waren die Muskeln, okay. Oder der Knochen.
Ja, hier die, da, die, der Knochen. Was ist das? Ah, hier die Knochen, Wangen, ja, die heißen Wangenknochen, genau. So, mal das so ein bisschen. Ja, also ich glaube, ich bin jetzt erstmal so zufrieden. Ja, die Nase ist noch ein bisschen zu hoch, habe ich das Gefühl. Nehmen wir mal das hier, das Falsche. Hier. So, jetzt passt's. Augen. Augen. Augenform. Da ist mir jetzt, ich habe die vorhin schon mal durchgeschaut, die einzigste passable ist das hier. Und das geht so halbwegs. Alle anderen sind total abgedreht und... Nee, das wollte ich einfach gar nicht sehen. Augenfarbe. Da ist es jetzt richtig interessant, weil hier gibt es nämlich so weiße Augen. Was ich total hammer finde und sogar mehr... Also, das eine Auge hat die eine Farbe und das andere Auge hat eine andere Farbe. Es gibt sogar... Warte mal, ein bisschen, ganz schwarze Augen. Aber das nehmen wir natürlich nicht. Ich habe mich bei meinem letzten Charakter für diese Augen entschieden, weil die so kalt und, ich weiß nicht, ziemlich cool aussehen. Aber ich glaube, jetzt gehen wir lieber aufs was Warmes. Wir wollen ja einen freundlichen, wir wollen ja einen freundlichen Eindruck auf Menschen machen. Ja, damit machen wir natürlich einen freundlichen Eindruck. Nein. Ja, ich glaube, so blaue Augen, die nehmen wir ein bisschen, dann ein bisschen so. Ja. So. Ja, so. Augentiefe. Nur von der Seite schon. Ah, sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber ich glaube die. Ja, so ist gut, ja. Ah, Schminke. ich glaube, wir nehmen einmal so. Also einen von den Strichen. Augenschatten. Das ist jetzt wirklich Schminke. Wir nehmen so ein. Nein, das hier. Augen. Ah, wie heißt es nochmal? Keine Ahnung, ihr seht ja, was es tut. So. Augenbrauen. Mit dem bin ich eigentlich zufrieden. Mal schauen, was es hier so gibt. Yeah! Nee. Ah, sowas, ich glaube. Nee. Was es noch so gibt. Die Richtung. Sagen wir vielleicht noch was. Keine Augenbrauen, weil ich so cool bin. Nein. Ja, ich glaube, ich nehme die hier. Genau. Mund ist eigentlich gut. Da gibt es viele verschiedene Optionen zum Wählen. Ja, nehmen wir das. Und jetzt Haare. Oh ja, das wird lustig. Fangen wir ganz rechts an. Und gehen mal so durch, was es hier für coole Haarfrisuren hat. Ich werde keine Glatze nehmen und auch nicht sowas. Und auch nicht sowas. Auch nicht sowas. Vielleicht sowas. Vielleicht das, vielleicht das, vielleicht das, vielleicht das. Schauen wir einfach mal so durch, was es alles so gibt. Die Sachen. Naja. Nehmen wir die Haare. So, Gesichtshaare. Fangen wir auch ganz rechts an. Gehen wir alle durch. Schön gepflegte Bärte und all so Zeugsens. Also, der Charakter Kreationsdingens, das ist schon ziemlich cool. Kann man ziemlich viele coole Sachen machen. Und ich finde, wenn man das hat, dann sieht man einfach nur wie ein Bandit aus. Frag nicht warum, ich finde das einfach. So, wir nehmen. Ja, so ist nicht schlecht, meiner Meinung nach. Schauen wir mal, was es für Haarfarben gibt. Ja, es gibt sogar ein Grün. Warte mal, hier ist es grün. Da, hier ist es grün. Nein, natürlich nehmen wir keine grünen Haarfarbe. Keine grünen Haare. Auch nichts Blondes, sondern sowas Schwarzes. Ja, vielleicht sowas ein bisschen gräulich. Wir sind ja schon ein bisschen älter. So, fertig. Dann drücken wir jetzt mal R. Finish and name your character. Yeah. Den habe ich mir sogar schon einen Namen überlegt. Das ist ein Charakter aus dem Buch Die Legende oder aus der Buchserie Die Legende der Albay und Die Zwerge von Markus Heitz würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, die zu lesen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ist mein Lieblingscharakter aus den allen, von den allen
Büchern. Und jetzt drücken wir Enter zum Akzeptieren. Was? Guckt nicht so blöd. Oh. Ja, super. Okay, ich folge dich. Weglaufen. Oh. Na egal, Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet wieder rein in der nächsten Folge-Episode. Der Link sollte, oder so eine Annotation, ich weiß nicht mal, wie genau das in Deutsch heißt, sollte rechts oben sein. Draufklicken, dann kommt ihr sofort zum zweiten Part, sobald ich den schon hoch, oder sobald ich, oder ob ich den schon, wenn ich, oder... Ich stoppe hier meine eigene Zunge. Wenn ich den schon hochgeladen habe, könnt ihr oben rechts drücken, um zum nächsten Part zu kommen. Wie auch sonst sind... Upsi, da bin ich gerade gegen Headset gestoßen. Wie auch sonst sind Links und all so Scheiße in der Beschreibung, wo ihr einfach draufdrücken könnt und fröhlich sein. Würde ich sagen, ciao, ciao und bis zum nächsten Part.